Naja, nein, das wird wahrscheinlich nichts. Und ganz ehrlich, was hätte ich auch davon, wenn ich ein Vampir bin? Wahrscheinlich, bei meinem Glück momentan fange ich dann noch im Sonnenlicht an zu glitzern oder kann sowieso einfach nur mehr ein absolutes Schattendasein führen. Und apropos Schattendasein, Animes in meiner Sammlung führen auch definitiv ein ziemliches Schattendasein. Wer mich und meinen Kanal kennt, weiß, dass Anime hier sehr selten vertreten sind und auch in meiner Sammlung nicht wirklich groß gefeiert und gelebt werden. Trotzdem freue ich mich einfach immer wieder, wenn ich einen Teil von dieser bei mir doch etwas unterrepräsentierten Kultur in meine Sammlung neu aufnehmen kann. Weil ganz ehrlich, Anime-Klassiker von Ninja Scroll über Akira bis hin natürlich auch zu Vampire Hunter D, beziehungsweise in erster Linie das absolut absurde Anime-Kino wie Mad Bull 34 und Co. sind natürlich auch voll und ganz mein Geschmack. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich die Möglichkeit habe, neue Anime kennenzulernen. Weil im Gegensatz zu den tatsächlichen Anime-Fans ist das Jahr 2019 für mich dann meistens doch auch das erste Mal, dass ich irgendeinen groß gefeierten Klassiker erlebe. So zum Beispiel auch das Sequel zu dem 1985 produzierten Vampire Hunter D, das 2000 unter dem Titel Vampire Hunter D Bloodlust veröffentlicht wurde. Ein Titel, der eigentlich fast bei jedem Vampirfilm irgendwie vertreten sein kann, weil die Blutlust doch irgendwie überall und omnipräsent ist. Was mich persönlich bei Bloodlust ganz besonders beeindruckt hat, ist generell einmal das Setting, diese Kombination aus dem Mittelalter mit der Zukunft, dass wir sowohl Kutschen und Schwerter als auch Raketenwerfer und riesige futuristische Knarrengedönse zu Gesicht bekommen. Alleine der visuelle Stil des Films ist dermaßen beeindruckend, weil die Animation grundsätzlich absolut fantastisch sind und ich persönlich auch die ein bisschen grainige Erscheinung des Films absolut großartig finde, weil es sich eben offensichtlich nicht um irgendeinen digital glatt polierten Anime handelt, sondern um einen Film, der definitiv auf Filmmaterial produziert wurde und demnach finde ich schon alleine einen ganz besonderen Flair hat, der eben auch knapp 20 Jahre nach seiner Entstehung um nichts verloren hat. Interessant übrigens noch ein kleines Detail am Anfang, Vampire Hunter D, der D als Hauptcharakter, übrigens D stammt überraschenderweise davon, dass er in Abstammung von Dracula ist, da wäre ich fast nicht drauf gekommen, wird in dem Film immer bezeichnet als Dunpeel. Dunpeel könnte auch quasi heißen, fertig damit sein zu schälen, aber es handelt sich dabei tatsächlich um einen Übersetzungsfehler. Eigentlich sollte der Dunpeel genauso ein Dampier sein, wie es in den meisten Verfilmungen und Inszenierungen auch genannt wird. Ein Dunpeel ist nämlich eine Mischung aus Mensch und Vampir, so eben wie auch Wesley Snipes als Blade. Dampir kommt übrigens von den albanischen Wörtern Dam, was Zähne bedeutet, und Pier, was Trinken bedeutet. Also ein Dampir ist einfach ein Mensch, der mit den Zähnen trinkt. The more you know. Indeed Film hat jetzt vor kurzem Vampire Hunter D Bloodlust zum ersten Mal in deutscher Sprache in HD auf Blu-ray veröffentlicht, nachdem der Film in der Vergangenheit bislang nur zum Beispiel von VCL auf DVD ausgewertet wurde. Und mich persönlich interessiert dann natürlich vor allem einerseits, wie der Film und in welcher Verpackung und in welcher Form der Film erscheint und natürlich auch, wie er sich in HD macht. Und deswegen begrüße ich euch ganz herzlich zur heutigen Ausgabe von Playzockers Blu-ray Check, wo wir nämlich genau diesen Fragen nachgehen. Wenn ich euch in den nächsten Minuten das limitierte deutsche Mediabook von Vampire Hunter D Bloodlust näher vorstelle. Und auf mich hat alleine schon dieses Cover-Design etwas absolut Faszinierendes. Grundsätzlich ist es kein neues Motiv, war es doch auch, dass das VCL damals für die alte DVD veröffentlicht hat, wenngleich der Bildausschnitt ein kleines bisschen verschoben war. VCL damals eine Holopapierfolie verwendet hat, weswegen zum Beispiel der Cover-Scan in der OFDB nicht unbedingt wahnsinnig toll zu erkennen ist. Es ist übrigens auch dasselbe Cover-Artwork, fast mit demselben Ausschnitt, der für die amerikanische DVD beziehungsweise Blu-ray-Auswertung verwendet wurde und ist meiner Meinung nach ein wahnsinnig atmosphärisches Cover. Was mir persönlich nämlich ganz besonders gut an diesem Cover-Artwork gefällt, ist diese Arbeit mit Schwarz und Weiß. Das Cover hat kaum Farben. Der weiße Hintergrund, die schwarzen Gestalten, lediglich ein bisschen das blaue Amulett und das Gesicht, das ein bisschen über diese
beiden Grundfarben hinwegtäuscht. Natürlich die Front and Center mit seinem Schwert auf dem Cover, dahinter noch ein Kreuz, Vampire und quasi die klassischen Fledermäuse, wollte ich sagen, quasi die klassischen Vampir-Symboliken. Aber was mich an diesem Cover ganz besonders beeindruckt, ist die Arbeit, die Indeed Film in die Mediabook-Präsentation dieses Covers gelegt hat. Es handelt sich nämlich um ein grundsätzlich absolut hochwertig produziertes Mediabook, das wahnsinnig gut in der Hand liegt, das einen stabilen, harten und dicken, wertigen Eindruck macht, mit dieser Lederfolienoptik absolut großartig gemacht und natürlich nicht zuletzt alleine die Tatsache, dass der Titelschriftzug mit einer Rotfolienprägung hier vorhanden ist und demnach auch wirklich sehr, sehr schön schimmert, wenn man das Mediabook bewegt. Das ist nicht nur vom Design und vom Look her, sondern auch von der Aufbereitung ein absolut fantastisches Artwork. Schauen wir jetzt einmal über den Spine, der natürlich ebenfalls beim Filmtitel bzw. dem Kreuz den Rotfoliendruck bietet, außer dem noch unten dann das Indeed-Film-Logo sowie die DVD- und Blu-ray-Logos, ebenfalls sehr nett gemacht. Das Backcover ist in diesem Fall absolut schlicht ausgefallen, ist nur schwarz und zeigt das Rote Kreuz, aber ebenfalls gemacht mit einer Rotfolien, mit Rotfoliendesign, was für mich trotzdem dann auch ziemlich ansprechend ist. Wenn man das Mediabook kauft, ist das allerdings nicht das Backcover, das man sieht. Eigentlich liegt hinten auf dem Mediabook noch ein Blatt Papier. Liegen meine ich in diesem Fall wortwörtlich. Das Ganze ist nicht angeklebt, kann demnach keine Rückstände hinterlassen und ist auch so gemacht, dass man dann natürlich problemlos im Mediabook aufbewahren kann. Aber schauen wir trotzdem noch einmal einen Blick drauf. Wir finden hier hinten wie gewohnt die Inhaltsangabe zum Film. Wir finden einige großartige Screenshots, wo alleine der Werwolf mit dem Gebissbauch finde ich schon absolut großartig. Das ist dann wieder genau meine Liga. Einige wirklich coole Bilder aus dem Film, andere sehen wir jetzt dann in dem Video noch in Kürze. Außerdem noch die ganzen Hinweise auf die technische Präsentation des Films. So ist der Film auf DVD und Blu-ray enthalten in der deutschen und der englischen Sprachfassung. Und für alle, die jetzt gerade laut schreien wollen, sagen, warum Englisch, muss man vielleicht darauf hinweisen, dass Vampire Hunter D: Bloodlust einer der absolut wenigen Anime ist, wo Englisch tatsächlich die Originaltonspur ist. Der englische Sprachtrack wurde als erster erzeugt und dann die kantonesischen und japanischen Sprachfassungen erst als nächster Schritt. Schauen wir jetzt einmal ins Mediabook hinein. Da finden wir auf der linken Seite die Blu-ray mit demselben Bild, das dann auch als Cover für das Booklet verwendet wurde. Ein, wie ich finde, ebenfalls sehr cooles und atmosphärisches Bild. Vor allem, was mir bei der Animation von Vampire Hunter, die generell so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass es eben nicht die saubere, sterile Animation und Atmosphäre ist, sondern dass es auch ganz oft einfach Unschärfen gibt. So eben auch die Effekte, die rund um seine Figur bei diesem Booklet-Cover sind. Das ist meiner Meinung nach keine Schwäche von diesem Artwork, sondern das macht einfach etwas von dessen Look und Präsentation aus. Sehr nett auch, dass man zwar dasselbe Artwork für die DVD verwendet hat, aber eben zumindest gespiegelt, dass das nicht ganz so deutlich auffällt. Schade halt nur, dass mehr oder weniger einzelne Streifen, die offensichtlich darstellen sollen, die Streifen, die bei seinem Umhang dabei sind, weil immerhin sind die auch auf dem Frontcover bzw. Spine zu erkennen, das einzige Innenartwork sind. Da hätte man für den Spiegel womöglich noch ein deutlich interessanteres und actionreicheres Bild finden können. Schauen wir nochmal ganz hinten auf das Booklet. Da finden wir den Hinweis zum Beispiel, dass diese Collector's Edition auf 2000 Stück limitiert ist. Es gibt allerdings keinen genauen Hinweis, welches Exemplar man jetzt in der eigenen Sammlung hat. Das Bonusmaterial wird hier erst etwas deutlicher ausgeführt als auf dem Backcover-Blatt. So finden wir insgesamt zwei verschiedene Featurettes, nämlich einerseits ein selbst ablaufendes Storyboard, das ca. 25 Minuten läuft und nicht von Musik unterlegt ist. Außerdem gibt es ein etwas über 20 Minuten langes Behind-the-Scenes-Feature, das durchaus interessant und sehenswert ist. In englischer Sprache
aber ohne durchgehende Untertitel. Teilweise wird Japanisch gesprochen und es werden englische Untertitel eingeblendet. Blättern wir jetzt einmal durch das Booklet, das insgesamt satte 48 Seiten misst. Wirklich eine tolle Sache und wie ihr vielleicht schon beim Unpacking gesehen habt, in dieses Mediabook eingenäht ist. Wir sehen zusätzlich noch einige relativ coole Bilder, neben eben dem Text, den Thorsten Hanisch verfasst hat. Außerdem finden wir dann in der zweiten Hälfte des Booklets, wenn wir da noch ein bisschen durchblättern und die einzelnen Artworks betrachten können, beziehungsweise einen Blick auf den, wie ich finde, sehr gut gestalteten und in dieses Mediabook eingebauten Text werfen, finden wir dann nach dem Text noch einige Konzeptzeichnungen und Charaktershots mit den jeweiligen Namen, halt mit den japanischen Schriftzeichen. Finde ich durchaus nett als Goodie für dieses Booklet, dass man da noch ein bisschen durchblättern kann und sich die einzelnen Charaktere aus dem Film noch einmal anschauen kann. Das bedeutet dann insgesamt, dass wir eben auf ein 48 Seiten starkes Booklet kommen. Vielleicht noch einmal ein kurzer Blick auf den, nicht quasi Querschnitt, sondern auf die Dicke von diesem Mediabook, die sich wirklich, wirklich toll anfühlt und die sich dann eben auch entsprechend toll im Regal macht. Wie bereits mehrmals erwähnt, stammt der Film Vampire Hunter D: Bloodlust aus dem Jahr 2000 und erscheint nun im Alter von ca. 20 Jahren zum allerersten Mal in deutscher Sprache in High Definition auf Blu-ray. Eine amerikanische Blu-ray-Auflage gibt es schon etwas länger, aber jetzt eben zum ersten Mal mit deutschem Ton. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, einen Blick auf das Filmmaterial zu werfen, wie sich der Film nach knapp 20 Jahren im HD-Format macht. Deswegen habe ich wie gewohnt einige Screenshots von der deutschen Blu-ray direkt angefertigt und freue mich darauf, euch die im nächsten Segment von Playzockers Blu-ray Check präsentieren zu können. Wie gewohnt weise ich darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selbst gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, trotzdem musste ich sie abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen Blu-ray-Bildqualität übereinstimmen kann. Aber wie immer bekommen wir trotzdem einen sehr guten Einblick in die Bildqualität und die ist absolut phänomenal. Das sieht man vielleicht bei den Screenshots nicht ganz so deutlich, weil das, was bei den Screenshots meiner Meinung nach am allerdeutlichsten auffällt, ist, dass die Farben sehr kraftlos und zurückhaltend wirken, was ich jetzt allerdings nicht direkt als Schwäche des Transfers bzw. des Ausgangsmaterials werten würde, sondern tatsächlich eher als gewollt eingesetztes Stilmittel, um diesen Film eben auch stilistisch an seine Story anzugleichen und stilistisch auch von anderen Standard- und sterilen Produktionen abzuheben. Was man bei den Bildern ebenfalls erkennen kann, ist, dass im Hintergrund immer eine gewisse Unruhe, ein gewisses Filmgrain vorhanden ist, was jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen ungewohnt ist, gerade bei einem Anime, was für mich aber eben absolut großartig war, diesen Film-like-Look eben auch bei dieser Geschichte und bei diesem Transfer zu sehen. Meiner Meinung nach kann man mit der hier gebotenen Bildqualität sehr zufrieden sein. In Sachen Kompression liefert sich die Blu-ray keinerlei große Mängel. Der Film misst knapp über 100 Minuten und bekam 18,5 GB circa auf dem deutschen HD-Medium zur Verfügung gestellt, zeigt keinerlei störende oder gar auffallende Kompressionsspuren und ist auf jeden Fall ein visuell einzigartiger, interessanter Transfer, der diesem Film auf jeden Fall gerecht wird. Vampire Hunter D: Bloodlust ist definitiv ein sehenswerter Anime. Viel Action, viele absurde, ausgefallene Ideen und vor allem eine Geschichte, die zwar trotzdem die ein oder andere Länge hat und gegen Ende vielleicht ein bisschen kitschig und undurchsichtig wird, obwohl die Geschichte die meiste Zeit über sehr geradlinig und einfach gehalten ist, die aber alleine aufgrund ihrer visuellen Komponente absolut sehenswert ist. Indeed Film veröffentlicht den Film jetzt zum allerersten Mal in deutscher Sprache auf DVD und Blu-ray im Mediabook und liefert dabei eine hochwertige und absolut großartige Veröffentlichung ab. Das Mediabook ist hochwertig, greift sich toll an, alleine mit
der Lederoptik und den Rotfoliendruck macht das Ganze optisch unglaublich was her, liegt gut in der Hand, fühlt sich hochwertig an und auch inhaltlich kann der Release meiner Meinung nach überzeugen. Mit einem 48-seitigen Booklet mit zahlreichen Konzept- und Charakterzeichnungen sowie einem coolen und lesenswerten Text von Thorsten Harnisch ist der Release meiner Meinung nach gut ausgestattet und liefert noch dazu auf der Blu-ray einen gelungenen Transfer, weswegen ich Anime-Fans und solchen wie mich, die es eigentlich nicht sind, aber definitiv werden wollen, beziehungsweise immer wieder gerne in die eigentlich unbekannten Gefilde hineinschnuppern wollen, einen Kauf von diesem Release definitiv empfehlen kann.